Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zur nächsten Aufnahme hier in der Reihe Opas Internetempfehlungen. Heute habe ich eine schöne Seite für euch, die so ein bisschen Spaß machen soll, nämlich webcamtoy.de. Webcamtoy.com.de heißt das, weil es in Deutsch ist. Man kann es auch in anderen Sprachen dann haben. Bereit? Bitte lächeln. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Verwende meine Kamera und dann verwenden wir die mal. Ach, das funktioniert natürlich nicht, weil ich mit der Kamera aufnehme. Okay, dann werde ich immer die Aufnahme beenden. Zack. Und mal dieses Ding zumachen. Und dann gucken wir noch mal. Geht das jetzt? Jawohl, jetzt funktioniert es. Und da seht ihr mich jetzt hier groß im Bild. Hallo. Ja, in dieser Anwendung, und da wollen wir doch mal so ein bisschen hier rumspielen. Was gibt es denn da für schöne Sachen? Weitere Effekte, da kann man also kleine Fotos spaßeshalber machen. Also man hat die normale Möglichkeit, man kann spiegeln. Das sieht auch sehr lustig aus. Rechts gespiegelt, links gespiegelt. Ne? Webcam-Toy, da sieht man mal, dass der Mensch nicht symmetrisch ist. Also ich bin es jetzt zumindest nicht. Hier, der ist etwas mit einem größeren Mund gesegnet und einem kleineren Gehirn. Und dieser hier hat ein großes Gehirn und einen kleinen Mund. Dieser rechte hier, rechts gespiegelt, ist also so ein bisschen intelligenter als der links gespiegelte. Hier ist also der Urwelt-Opa. Und hier ist der Intelligenzbestie. Das Ganze gibt es auch noch von oben und unten. Ganz besonders hübsch finde ich hier das Kaleidoskop unten rechts. Was haben wir da noch? Ja, so Tunnelblick hier unten rechts oder irgendwas anderes. Eine Viererkamera, Splitscreen. Und hier so eine Filmszene, wo man dann. Ja, das kann man alles dann auch aufnehmen auf Foto, na, und sich dann speichern lassen. Dann hat man hier noch die anderen Effekte alle. Zum Beispiel dann so also verdreht oder. Hier das Fischauge rechts oder das Gewölbte in der Mitte sehe ich aus wie so ein Wildschwein. Haha, so. Oh, man sieht die Zähne so deutlich. Bisschen verfärbt. So, und dann hier der viereckige Bursche und der etwas gestreckte. Was haben wir noch? Wir haben noch hier verschiedene Farben. Rosa, Retro, Zink und Sommertage. Oder hier dann so andere Sachen. Glas, Aquarell, Seidenbilder, Pfefferminze, Waldbeeren, ein alter Film oben links. Ja, das ist dann natürlich richtig was Feines. Und ja, zackt so ein bisschen. Was haben wir noch für Effekte? Mal gucken. So, dann Monochrom, Schwarz-Weiß heißt das wahrscheinlich dann. Und Magazin, also da könnte man dann so ein Foto aus dem Spiegel nehmen. Schwarz-Weiß extrem hier, Cartoon-mäßig, ne? Oder im Comic-Heft. Lomographie, was auch immer das ist. So, da haben wir Unterwasseraufnahmen. Schnee, und der Schnee bleibt sogar auf der Brille liegen und auf meinen Augen. So, wenn ich die Augen zumache, dann fällt er runter. Schon faszinierend, was es alles so Sachen gibt. Und da könnt ihr auch so Gag-Fotos machen für eure, weiß der Geier, wenn ihr Facebook habt oder Thermo, wie heißt das andere, keine Ahnung, irgendwie sowas. Alles schön im Bunt hier. Oder dann halt wieder zum normalen, zum links und rechts gespiegelten. Ja, das war's. Ich wünsche euch alles Gute heute mal dann hier, die Abmoderation. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und bye-bye, euer Norbert vom Kanal Oberspielt. Ja, welcher ist es denn jetzt? Der linke oder der rechte da oben? Na? So, der intelligente oder der etwas. Naja, viel Spaß mit der Seite. Tschüss.